Mit solchen Typen will ich lieber nichts zu tun haben. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Frischen Fisch? Mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja klar, Junge, du bist der Protagonist. Im Traum vielleicht. Auch wenn das für dich eher Albträume sein werden, hoffe ich jedenfalls. Na dann, ich mach mich mal auf die Socken. Sicher? Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Würdest zu uns passen. Okay, was hört man denn so? Entspann dich. Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Weißt du, man braucht Freunde hier drin. Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung um freie Freundschaftsstellen annehmen. Komm schon, zier dich nicht so. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit waschen? Komm rüber und ich zeig's dir. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lass es also. ja, ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Vergiss es. Wir erfreuen uns sehr an deiner Anwesenheit. Komm doch mal ein Stück näher. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt... Aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst, musst du erst unsere Liebe empfangen. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal härter. Ich hau mal lieber ab. Kluge Entscheidung. Das ist so dumm. Die Schwestern, Alter. Oh Gott. Also ich will ja nicht unbedingt die Liebe von den Schwestern empfangen. Ach Gott, ey, das ist so... das ist so dumm und so witzig. Murray! Murray! Yo! Was? Warum? Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr bald darauf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Ist das eine Anspielung an Dr. House? Es gab da nämlich mal eine Folge, wo eine Katze den Tod vorhersagen konnte. Also so gesehen halt. Und es hat sich halt so gesehen einfach nur herausgestellt. Ich will nicht spoilern. Die fasse ich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit nicht so gut für mich, aber ich habe trotzdem keine Selbstmordabsichten. Weil sie Dr. House gucken wollt, dann... Ne? Ja, oder noch nicht geguckt habt oder so. Guckt es auf jeden Fall. Guckt es... Dr. House ist göttlich. Einfach nur göttlich. Das ist der Napf von der Katze. Einfach mitnehmen. Okay. Hat die Katze nichts dagegen. Der berüchtigte Duschraum. Momentan dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Okay. Murray! Officer Murray, dein Freund und Helfer. Hey, Murray. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst... Bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Murray. Nicht zu danken. Murray? Ja?
Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Okay. Ist es nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Ganz ehrlich? Ja. Aber Dienst ist Dienst. Dürfen Sie da nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Was mir gerade auffällt, wie er immer noch diesen Sticker vom Jungen hat. Ist das cool. Ich lasse ihn mal arbeiten. Können wir ihm die Zeitung geben? Oh, die haben wir gar nicht dabei. Oh. Okay. Mich würde echt mal interessieren, was wir getan haben. Also so wirklich, was so übel krass gewesen ist. Das interessiert mich. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Naja, neuer klingt besser als alter. Ich bin der neue Wachmann und suche nach einem guten Spitzel. Mit den Klamotten? Ja klar. Da musst du aber früher aufstehen, Junge. Tja, wenn ich nun undercover bin? Junge, ich kenn alle Wachleute hier. Ich mach sogar für manche von denen hier die Steuererklärung. Also glaub mir, wenn's hier einen neuen Wachmann gibt, dann wüsste ich das. Na dann mal zur Sache. Okay. Ich habe so Sachen über dich gehört. Stimmen die? Ich schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Ja, ich schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauche Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. What? Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Ich bräuchte ein Kaugummi. Was zur Hölle stimmt mit dem Gesicht von diesem Typen nicht? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht weiterhelfen? Hinterhof? Und sonst nirgends? Nee, okay. Nur ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ach, drum haben wir oben noch den Dieb. Natürlich ist der auch da. Der sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wow, du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar. Ich meine, nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Du weißt schon, der Typ, den du immer beklaut hast. Ich meine, den du immer beliefert hast. Ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Chefherrlein gekidnappt.
aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Frag nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so. Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Was gibt's, neuer? Hat er mich nur gefragt, ob... Ach nee, ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die... Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und... Naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen? Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, habe ich noch nicht. Weil der geheim ist. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Tja, höllisch kompliziert. Das hast du eh nicht. Wir dachten an Frauenklamotten und dann wollten wir der Wachen verführen. Alles klar, wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Wir dachten an Frauenklamotten und dann wollten wir eine der Wachen verführen und ihm eine unvergessliche Nacht versprechen. Na, wenn du so drauf bist, bist du doch bei den Schwestern ganz gut aufgehoben. Keine Ahnung, warum du vor denen Schiss hast. Okay, na gut, es war gelogen. In Wirklichkeit passiert Folgendes. Also. Oh Mann. Tja, ist höllisch kompliziert, das raffst du eh nicht. Erzähl keinen Scheiß. Ich war 5 Jahre in Harvard und Yale und keiner hat mich dabei erwischt. Also nenn mich nicht blöde. Tut mir leid, es war nicht so gemeint. Also, der Plan ist folgender. Alter, verteilen. Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Genau. Okay, naja, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los, ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Scheiße. Und wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß, Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich, wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. Alles klar. Der soll verhindern, dass die Insassen zu Kletterkünstlern werden. Ob das so klappt? Nein. Angeblich stehen wir die ganze Zeit unter Beobachtung, aber... Ich habe noch nie eine Wache da oben gesehen. Ich bin doch kein scheiß Wachtposten. Warum nicht? Basketball konnte ich noch nie besonders gut. Die Cheerleader haben mich immer abgelenkt. Basketball steht eher unten auf meiner Liste. Okay, wieder Stacheldraht. Gefangene. Gefangene, Gefangene und noch mehr Gefangene. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Das ist der Schweinefraß, den sie uns hier im Knast vorsetzen. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Dem Typ geht ja wohl alles am Arsch vorbei. Was geht ab, Breifresse? Hey, das ist kein Brei und ich hab auch einen Namen. Ein bisschen Respekt hier, Grünschnabel. Und wie heißt du? Das sag ich dir nicht. Lass mich einfach in Ruhe weiter essen. Wie ist der Fraß? Arschloch, ich sag doch, das ist kein Fraß. Das ist... Naja,
Essen halt. Okay, aber da steckt was in deinem Essen. Sieh mal, es bewegt sich. Extra Portion Proteine. Alles klar, klar. Hm, okay. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Sieht er den Typen? Verdammt, okay, nochmal. Entschuldige. Treib's. Da steht... Sieht er den... Mann! Ach, warte mal, da kann ich bestimmt irgendwas reinpacken dann, ne? Waschmitteltablette vielleicht. Entschuldige. Treib's. Hol ich die her. Da steht... Lieber nicht. Was? Hey! Da... Ah. Entschuldige. Treib... Da steht... Sieh den... Ah, okay, verdammt. Gewichte... Reck. Eine Reckstange. Scheint seit Jahren unbenutzt. Ich könnte ja ein kleines Fitnesstraining einlegen. Hm, vielleicht später. Na, Gott sei Dank. Was wäre ein Knast ohne Hanteln im Hof? War kurz davor, mich zu beschweren. Vielleicht sollte ich die Zeit... Vielleicht sollte ich die... Achso, ja. Nochmal Reck, okay. Hier komme ich auch nochmal zum Hinterhof. Na, gehen wir erst mit dem Hinterhof. Alles klar. Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Wer spricht denn da? Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen, stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Tja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA-Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu hier, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, Spuck! Okay, los geht's. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay. Warum hast du so grüne Spucke, Randall? Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Dir fehlt das nötige Etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Alles klar, der Vertreter, Alter. Die Tribüne, okay? Ich wisch. Du dir kein... Ja, okay. Das ist alles? Mann, du wirst immer schlechter. Motherfucker. Weiß gar nicht, was ich falsch mache. Hey, gib nicht auf, Neuling. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon alles erlebt habe. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der immer Buttermilch getrunken hat, um die Spucke anzudicken? Ha, wie hieß der noch? Das war Johnny. Johnny Nice. Genau. Der Bastard hat eine Menge Rekorde gebrochen, damals. Und was ist mit Lester? Der Typ war ein Mathe-Genie. Und Mann, oh Mann, wie der das für sein Spucken eingesetzt hat. Wie bitte? Er hat beim Spucken Mathe benutzt? Mensch, Neuling, Spucken ist nicht so einfach, weißt du? Man muss auch mal ein Köpfchen benutzen. Der Typ konnte die Erdbeschleunigung zu seinem Vorteil nutzen.
und so Bradleys alten Rekord brechen. Ja, ja. Das war wirklich Hochleistungssport vom Feinsten. Alles klar. Ich will studieren. Ah, okay. Weiß gar nicht. Okay, okay. Ach, eine Platte. Ich wette, diese Platten sind hier schon länger als der gesamte Knast. Ach, alle Platten, okay. Kann ich nicht hochheben. Ein Waschtab. Der war in der Tasche von der Gefangenenkluft. Ah,